Gesundheit braucht Verstand und heute haben wir das Thema Histamin und Histaminintoleranz. Intoleranz auf Histamin bedeutet, dass wir nicht damit umgehen können, was unser Körper an Histamin produziert. Das heißt, wir reagieren irgendwie darauf. Und Histamin ist so ein körpereigener Stoff. Ich erkläre das gleich noch, was das ist, aber ich sage zunächst mal, was denn in dem Video vorkommt. Nämlich, was ist das? Was passiert, wo wird das produziert, dieses Histamin in unserem Körper? Wie wirkt sich das aus? Was tut das eigentlich? Was hat das in unserem Körper zu suchen? Wie wirkt sich das aus, wenn wir nicht damit umgehen können, also wenn es Reaktionen auf dieses Histamin gibt? Und wie verhält man sich dann am besten, wenn man selber diese Probleme hat? Und dann geht es weiter. Was tut man denn dagegen, dass man es vielleicht eindämmen kann und dass man die Reaktion nicht mehr so ausgeprägt hat? Ja, also es gibt Histaminintoleranz, ist gar nicht so wenig verbreitet, wie man glaubt, sind sehr viele Leute von betroffen, und was Histamin mit uns macht, das hat jeder schon mal gespürt. Wenn er an eine Brennnessel gekommen ist oder wenn er einen Insektenstich hatte, dann hat er sich irgendwelche Salben, Cremes geholt und so weiter, damit diese Histaminausschüttung an der Stelle reduziert wird. Also Antihistaminika, Medikamente, die gegen Histaminüberschuss wirken. Ja, das sind so Erfahrungen, die hat jeder schon mal gemacht nach einem Bienenstich oder nach irgendwelchen Kontakten mit Pollen und so weiter. Ja, also diese Allergiegeschichten, die haben alle mit Histamin zu tun. Gut, Histamin, wo kommt das her? Es wird in unserem Körper produziert, in ganz bestimmten Zellen, in sogenannten Mastzellen, aber auch in Zellen, die so Teilzellen, die mit unserem weißen Blutkörperchen zu tun haben. Und dann gibt es noch so eine Zentrale in unserem Gehirn, in Bereichen von Neurozellen, wo auch sehr viel Histamin hergestellt wird. Und der Hypothalamus, das ist eine Hirnregion, die ist so die wichtigste Hirnregion für Teile unseres Nervensystems, die unsere inneren Organe versorgen. Und dieser Hypothalamus, der sorgt zum Beispiel für unseren Blutdruck, für den Salzhaushalt in unserem Körper, für den Wasserhaushalt in unserem Körper, aber auch für Angstzustände, da ist er auch daran beteiligt, nicht hauptsächlich. Ja, also alles so, was in unserem vegetativen Nervensystem vor sich geht und wo wir gar nicht so richtig Einfluss drauf haben, das steuert der Hypothalamus im Wesentlichen. Gut, da werden besonders viele Histamine gefunden. Das ist sogar der zentrale Ort, wo die meisten Histamine auftauchen. Aber Histamine sind an allen möglichen Stellen in unserem Körper vorhanden und wirken da auch ganz unterschiedlich. Und deswegen gibt es auch ganz unterschiedliche Empfänger für Histamine. Also an unterschiedlichen Stellen im Körper sind unterschiedliche Rezeptoren, so heißen nämlich die Empfänger, also die merken, dass Histamin da ist. Ja, das sind die Empfänger. Und die gibt es zum Beispiel in unserem Bereich, in unserer Magenschleimhaut. Da werden die über Histamin zum Beispiel die Magensäure mitgeregelt. Und dann gibt es die an unseren Immunzellen angedockt. Das sind die Immunreaktionen, die da ausgelöst werden. Oder sie gibt es in unserem Gehirn, hatte ich gerade schon gesagt, ja, die Neurozellen, wo Histamin eine Wirkung hat, wo es auch zu Histaminreaktionen kommt. Erwähne ich gleich am Schluss nochmal, weil da stelle ich auch eine Therapie vor, die wir dafür anwenden können. Und insbesondere natürlich auch auf allergische Reaktionen. Also überall dafür gibt es Rezeptoren, die werden so durchnummeriert, H1, H2, H3, H4. Ist jetzt nicht so wichtig, müssen wir nicht im Speziellen darauf eingehen. Das wäre jetzt viel zu kompliziert und zu weitreichend. Aber es gibt halt unterschiedliche Rezeptoren. Und insofern kann man sich auch vorstellen, dass es an jeder Stelle unterschiedliche Reaktionen gibt. So, wann tritt nun diese Histaminintoleranz auf? Normalerweise haben wir ein ausgewogenes Verhältnis von Histaminproduktion und Histamin, was wir eigentlich auch brauchen für unser Abwehrsystem. Das ist ja ein wichtiger Stoff in unserem Immunsystem. Ja, wir brauchen ihn, um Allergien abzuwehren, und wir brauchen ihn auch bei entzündlichen Prozessen im Körper. Und dann ist er noch ein Neurotransmitter, also ein Hirnbotenstoff. Er gehört also auch zum Informationssystem in unserem Körper. Ja, als chemische Substanz, als chemisches Informationssystem. Also überall da ist Histamin zu finden. Und ganz wichtig, dass er vorhanden ist. Wir brauchen es unbedingt.
Wenn aber jetzt unser Körper mit der Menge, die produziert wird an Histamin, nicht fertig wird, dann kommt es zu Reaktionen, die nicht ständig da sind, die quasi so einen Trigger brauchen, also quasi einen Anstoß brauchen, damit sie eher durchbrechen als bei denjenigen, die solche Reaktionen nicht haben. Also solche Trigger sind zum Beispiel Stoffe, die wir zu uns nehmen, in unseren Körper aufnehmen. Ich hatte gerade schon erwähnt, so Pollen, die wir einatmen oder die Lebensmittel, die wir essen, auf die wir reagieren. Zum Beispiel sein, ich werde das auf die Liste setzen unter das Video, da könnt ihr nachgucken, wenn ihr da ein bisschen mehr Auskunft haben wollt, welche Lebensmittel betroffen sind oder welche Lebensmittel besonders die Reize auslösen können. Dazu gehören zum Beispiel fermentierte Lebensmittel, so Sauerkraut, ja, also alles fermentierte Käse auch und Wurstwaren, die geräuchert sind vor allen Dingen, aber auch geräucherter Fisch. Es gibt eine Menge da anzuführen, was da in Frage käme, aber wie gesagt, will ich nicht alles aufzählen, so viel kann ich gar nicht auswendig behalten, schreibe ich unter das Video. Gut, diese Lebensmittel lösen also tatsächlich Reaktionen aus, das heißt, sie sind quasi so das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, damit unsere Histaminintoleranz überhaupt zur Wirkung kommt. Das heißt, die Histaminintoleranz ist gar keine Krankheit, sondern sie ist eine Reaktion auf etwas, was wir nicht mehr vertragen, weil wir einen Überschuss, wir haben ja gar keinen Überschuss an Histamin unbedingt im Körper, das kann zwar auch sein, aber ist gar nicht da, sondern wenn jetzt noch etwas obendrauf kommt, dann wird zu viel mit dem Histamin und dann werden wir nicht mehr damit fertig. Wobei wir dabei beachten müssen, dass es sich dabei um eine Störung des Histaminstoffwechsels handelt und nicht um eine allergische Reaktion. Ja, also die allergische Reaktion ist durch den Hirnstoffwechsel ausgelöst. Und der Hirnstoffwechsel ist also nicht die Ursache, sondern er wird quasi durch ganz andere Zusammenhänge bzw. durch ganz andere Störungen in unserem Körper verursacht. Ja, und was dann hinzukommt, Lebensmittel oder was ich gerade nicht vertrage, das ist eigentlich wirklich nur das Tröpfchen, das es was zum Überlaufen bringt. So muss man es eigentlich verstehen. Ja? Also Histaminintoleranz ist in dem Sinne nicht die Ursprungskrankheit, sondern da ist was anderes in unserem Körper, was dafür sorgt, dass wir mit dem Histamin nicht richtig zurechtkommen. Das heißt, dass wir diesen ausgewogenen Zustand nicht aufrechterhalten können. Gut, insofern macht es natürlich Sinn, die Sachen, die wir nicht vertragen, die also diese Histaminreaktion auslösen, auch möglich nicht zu uns nehmen, um das nicht zu provozieren. Was passiert, wenn solche Störungen da sind? Kommt es zum Beispiel zu Juckreiz, Allergien, die sich ausprägen, zu Asthmaanfällen, ja, also zu wirklich massiven Störungen, zu Verengungen der Atemwege. Also Störungen, die uns richtig stark belasten. Ja, das wäre jetzt so das Negative von Histamin. Aber Histamin hat natürlich auch positive Effekte. Die hatte ich ja vorhin auch erwähnt. Und deswegen, Histamin ist schon etwas, was in unserem Körper auch dringend gebraucht wird. Gut, jetzt könnte man sagen, ja, wenn wir jetzt so einen Histaminüberschuss haben, dann wird man ja am besten Medikamente dagegen nehmen. Also richtige Medikamente gegen Histaminüberschuss, also gegen diese Störung, dass mein Haushalt von Histamin im Körper nicht richtig funktioniert, gibt es gar nicht. Wir haben nur Medikamente, die dafür sorgen, dass in der Phase, wo es zu Reaktionen kommt, also wo ich diesen Histaminüberschuss spüre, weil ich Juckreiz, Nessel habe oder irgendwas schon sehr stark ausgeprägt an meinem Körper wahrnehme, dass diese Medikamente dafür sorgen, dass sich diese Reaktion an der Stelle zunächst mal zurückbildet, also dass ich damit besser klarkomme. Aber so Medikamente, direkte Medikamente gegen die Störung als solche, also die meinen Histaminhaushalt regeln würden, die gibt es nicht. Gut, was kann man dann machen? Ja, haben wir schon gesagt, entsprechend verhalten und nicht die Dinge zu uns nehmen, die die Histaminreaktion auslösen.
Ja, das ist also erstmal das Allerbeste. So typische Sachen sind ja auch kein Alkohol trinken, Rotwein ist betroffen, Champagner ist besonders betroffen. Also so ein paar leckere Sachen, die auch dabei sind, Schokolade und so weiter. Das ist alles sehr stark histaminhaltig, denn bei der Alkoholherstellung entsteht Histamin und deswegen hat eigentlich jeder Alkohol, beinhaltet jeder Alkohol Histamin. So, also das sind Dinge, schreiben wir aber unter das Video, die sollte man dann besser vermeiden. Und die kennt man auch irgendwann. Und es wäre auch sinnvoll, dass man ein Tagebuch darüber führt, wenn man solche Reaktionen hat, was man denn eigentlich gegessen, getrunken hat. Dann kann man das vielleicht damit in Verbindung bringen. Und wenn es nur wenige Anteile sind, nur wenige Lebensmittel, dann könnte man ja auf wenige Lebensmittel viel leichter verzichten, als wenn man das ganze Spektrum meiden muss. Und das wäre genauso bei ganz bestimmten Allergien, dass man versucht, sich darauf einzustellen, dass man sich möglicherweise Pferden, Katzen und so weiter nicht annähernd, auf die man allergisch reagiert. Es gibt ja so allergische Reaktionen, wo man sich sehr gut verhalten kann. Man muss sich denen ja nicht aussetzen. Gut. Wenn es also keine Medikamente gibt, dann muss man ganz klar sagen, großartig gibt es gar nichts. Jetzt gibt es aber ein besonderes Phänomen und auf das möchte ich noch eingehen. Nämlich unsere Nase, unsere Atmung ist tatsächlich maßgeblich an der Histaminentwicklung beteiligt. Nicht direkt unsere Nase, aber auf unserer Schleimhaut, auf der Schleimhaut der Nase sitzen Histaminrezeptoren. Und die haben einen maßgeblichen Einfluss, zum Beispiel auf die Schleimbildung in der Nase. Ja, das spielt da eine große Rolle, das Histamin. Aber über die Geruchsrezeptoren, die auch in unserer Nase sind, nämlich über unseren Riechkolben, ja, oder Bulbus olfactorius heißt, hat der einen schönen Namen, da kommen tatsächlich Anregungen in unser Gehirn, die da für Histaminanregungen bzw. Histaminentwicklung zuständig sind. Und zu einem ausgewogenen, zu einer ausgewogenen Produktion des Histamins führen. Ja? Und diesen Mechanismus, den können wir sehr wohl beeinflussen, indem darauf geachtet wird, dass wir durch die Nase atmen. Außerdem glaube ich, dass der Sauerstoff insgesamt in unserem Körper an allen Stellen, auch im Magen, ja, wenn es um Magensäurebildung geht, wenn es darum geht, die richtige Durchblutung der Schleimhäute, die auch im Magen eine wichtige Rolle spielen oder in unseren Atemwegen, ja, die verengen sich deswegen, weil die Reaktionen einer Mehrdurchblutung eintreten, also quasi zu viel. Und dann kommt es zu einer Durchlässigkeit, vor allen Dingen so im kapillaren System, also in den feinen Strukturen unserer Adern, eine Durchlässigkeit des Histamins in unserer Haut. Und dann haben wir plötzlich dieses Jucken. Ja, das wird tatsächlich mit durch Sauerstoff beeinflusst. Und die Sauerstoffversorgung, optimal, die wir brauchen in unserem Körper, die geht nur über die Nasenatmung. Bei der Mundatmung habe ich da erhebliche Defizite von Stickoxiden, von CO2 und so weiter. Muss ich jetzt nicht umfangreich erklären, habe ich schon in Videos gemacht. Mache ich vielleicht nochmal, was da für besondere Eigenschaften bei der Nasenatmung sind. Aber dass es so ist, da könnt ihr ganz sicher sein. Und deswegen ist es wichtig, dass man lernt, durch die Nase zu atmen. Das kann man sich auch nicht vornehmen. Und viele meinen, sie können das. Das funktioniert ja auch. Sie sitzen ruhig im Sessel und da funktioniert es. Aber die strengen sich nur ein bisschen an. Und dann ist es vorbei mit der Nasenatmung. Ist das Problem da. Also wenn Nasenatmung, davon bin ich fest überzeugt, eine Auswirkung hat auf den Histaminhaushalt in unserem gesamten Körper, dann sollte man die tunlichst einüben, trainieren, bis man sie endlich kann. Das ist nicht von heute auf morgen gemacht, das dauert manchmal mehrere Monate, bis das klappt. Auch bei denen, die glauben, sie hätten die. Denn nachts geht bei denen häufig der Mund auf. Und alle Schnarcher, kann ich euch sagen, sind keine richtigen Nasenatmer. Also es wäre schon mal so ein Kriterium, wo es jeder an sich selbst zerstören kann. Aber wir meinen ja auch immer noch ganz viele, sie würden nicht schnarchen, sollten sich mit ihrem Partner unterhalten, ob das stimmt. Gut, also wenn solche Probleme da sind, dass die Nasenatmung nicht gut funktioniert und ich diese Histaminintoleranz habe, dann sollte ich immer versuchen, über eine verbesserte Nasenatmung vielleicht darauf einwirken zu können. Ja, und dafür haben wir die Face-Former-Therapie entwickelt. Sie ist ja eigentlich dafür da, um
Basisfunktion zu trainieren. Die hat also eigentlich mit dem Histaminhaushalt in erster Linie gar nichts zu tun. Nur sie kann ihn verbessern, weil ich besser durch die Nase atmen kann. Ja? Weil die Nasenatmung stabil ist. Und deswegen mache ich mit dem FESFOM ein Training, ein Trainingsprogramm. Ist überall beschrieben, gibt es auch eine schöne App zu. Wir haben das entwickelt, wir haben die Therapie dazu entwickelt, wir haben das Trainingsgerät dazu entwickelt, das ist also dieser FESFOMer. Und ich kann euch sagen, macht das, probiert es aus. Es schadet keinem Menschen. Ihr könnt nur Vorteile haben dadurch. Ja, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bedanke ich mich und gebt es weiter an Freunde und Bekannte. Abonniert unbedingt unseren Kanal. Drückt auf den Klingelknopf, da unten ist so ein kleines Knöpfchen. Wenn ihr darauf drückt, werdet ihr immer an das Video erinnert. Und schreibt unter das Video einen Kommentar. Wir gehen so schnell wie möglich drauf ein. Tschüss.